Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Ja, wir sind ja hier auf dem Weg gerade. Wir haben uns ja auf dem Weg gemacht nach Midgar und müssen jetzt geheimen Tunnelgang nutzen, weil oben zu viele Wachen sind und so. Und jetzt reden wir erstmal hier mit alle. Hier stinkt's. Bringen wir es hinter uns. Okay. Was sagst du? Es war also Hoyo, der nach all den Jahren diesen Wirbel veranstaltet hat. Tiefer, ja. Wir müssen uns im Untergrund von Midgar auskennen. Ja, sicher. So, Red. Ich habe noch ein Hühnchen mit Hoyo zu rupfen. Also los, schnell. Okay. So. Hier geht's rein. Bitte, schnell zur Makrokanone. Okay. Und ab geht's. Oh, hier sieht's wieder ziemlich verwirrend aus, muss man schon sagen. Wir rennen aber erstmal hier hinter. Und hier gibt's natürlich auch wieder Zufallskämpfe ohne Ende. So, jetzt überlege ich gerade, ach, ich kann glaube ich dahinter. Und ein Zufallskampf. Ui. Okay, diese Gegner sind auch kein Problem. Sehr schön. Ich will doch nur die Kiste hier haben. Was haben wir hier drin? Elixier. Okay, Elixier sind immer gut. Gibt's nicht allzu viele davon? Was ist das denn? Gullideckel? Okay, es war ein Gullideckel. Ich guck gleich mal eben, ob die noch alle hyper. Blöd ist natürlich, wenn sie dann wenn sie dann quasi Limit voll ist. Ja, Claude gebe ich mal keinen Hyper. Aber vielleicht Cid. Ja, komm. Und Barret. Die Bienen brauchen noch ein bisschen. Damit das mal voller, schneller voller wird. So, dann gehen wir wieder zurück. Da ging es da oben nämlich nicht weiter. Jetzt muss ich zu der Kiste da drüben. Aber wir haben wieder einen Zufallskampf. Oh, Panzer. Na gut. Wir machen jetzt nicht so dollen Schaden. Die werden dann auch weg. Die geben aber gute Erfahrungspunkte. Und ich habe überlegt, ob ich Claude vielleicht schon mal ein paar von diesen Kapseln verpassen sollte. Der soll nämlich bei mir der absolute Superstärke und so. So, jetzt muss ich mal überlegen, ja, da hinten lang. So, was haben wir denn hier? Ach, zwei von denen. Das ist euer Ernst. Zack. Weg mit dir. Oh, da wurde einer verwirrt. Die können also verwirren. Okay. Und droppen Äther. Aber Moment. War er unser Heiler jetzt? Ja. Schnell wieder voll machen und weiter geht's. Ja, auf der Leiter, wenn man auf der Leiter ist, dann kommen natürlich keine Kämpfe. Besser ist das.
Er läuft nicht mal alleine, okay. Ja, und das Spiel bewegt sich auch ganz langsam dem Ende zu. Was haben wir hier? Erges Armband. Da gucken wir ja gleich mal. Das ist, glaube ich, ein Quatsch. Ausrüstung. Also hier haben wir Merken 2, 4, 6, 8 und Zusammenhängen. Wo haben wir das? Ganz unten. Hat bloß 4 Slots. Ja, hat zwar sehr viel in Verteidigung und so, aber da ich da Menge Slots einbüße, ne. Dann nicht. Ey, du solltest darauf. Abwärts. Denn hier geht's jetzt auch nicht mehr weiter. Ah, das dauert immer ewig. Müsste man auch so einen Knopf drücken können wie bei Dark Souls, dass man runterrutschen kann. So. Wieder den Weg zurück. Und einmal hier rüber. Ui. Ich dachte, ich komme zu der Kiste. Ach, ich wollte doch eigentlich noch da hoch. Und jetzt komme ich nicht mehr zurück, ne? Mist. Verdammt. Ach nee, von da oben sind wir ja gekommen. Von da oben sind wir ja gekommen, stimmt ja. Von der Leiter sind wir ja runtergekommen. Alles klar, dann ist das schon okay. Kletter, 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 kletter. Und weiter geht's nach oben. Die Musik ist auch echt geil, muss man schon sagen. Oh, ein Bärmut. Echt jetzt? Versuchen Sie erstmal einen normalen Angriff. Scheiße. Okay. Cloud. Ah ja, gut, so stark war er jetzt nicht. Aber ich kann mich noch erinnern, der kann Feuer machen und das haut übelst rein. So. Aber wir nehmen es mit jedem Gegner auf. Jetzt hier rein. Ah, hier gibt es schon mal zwei Kisten. Dann gehen wir erstmal zu der da hinten. Und kämpfen aber vorher. Ah, der wieder. Ich will nämlich die Limits so weit aufheben, wenn da kommen dann nachher noch, ja, weiß jetzt nicht, ist glaube ich auch ein Bosskampf. Sternmegafon, ja, das ist für Kezid. Elixier. So, da hoch gehe ich noch nicht. Erstmal hier runter. So, kann man denn hier hinterlaufen? Ja, dahinter kann man laufen. Ich glaube, da komme ich auch zu der einen Kiste da noch. Die einen verwirren können. Die blauen Dinger, die können einen verwirren. Das ist nicht so schön. Ah, er ist auch schon wieder verwirrt. Der arme Barrett. So, warte, Moment. Da muss man Heilung reindrücken. So. Wenn er zu wenig MP hat, kommt man nicht hier hoch?
Sieht doch aus wie eine Leiter. Ach nee, da drüben war das mit dem Abgebrochenen. Das ist die Kiste, die wir hier gesehen haben. Okay, dann hier lang. Alles klar, hier sind wir. Okay. Oh, Mann! Ah, Bärmut. Ja, Cloud, sein Limit ist bald voll. Also dann, das benutze ich dann erstmal nicht. Das hebe ich mir schön auf. So, da haben wir nämlich auch noch eine Kiste. Und da drüben, wie komme ich da ran? Frage ich mich gerade. Kann ich hier? Ne, hier kann ich nur noch der hier. Max Reh, das, was ist das? Das hört sich an. Barrett vielleicht? Barrett, seine alte Waffe, hat 6 Slots. Max Reh hat auch 6 Slots und macht wesentlich mehr Schaden. Dann rein damit. Wunderbar. So. Ah. Ich glaube, hier sind noch, später kommen noch Gegner, die Turbo-Ether droppen. So, ja, wie kommt man da drüben hin? Das ist die Frage. Ah, da hoch. Da, wie kommt mich da hin? Das ist jetzt die Frage. Seht ihr hier ganz links? Da das Brett darüber und dann die Rohre lang. Aber wie komme ich da hin? Hm. Das, weil da hoch geht's ja dann da rein. Und da weiß ich, glaube ich, da geht's weiter. Das ist jetzt merkwürdig. Ich hätte schwören können. Aber da oben hatten wir ja keine Leiter mehr. Hm. Ja, ich bin gerade am Überlegen, wie ich an die Kiste komme. Ah, Barrett. Statt dir selber mal schießt. Halt, nein! Kein Turbo. Dann mach hier Heilung 2. Eine Phönixfeder. So. Ich glaube, wir gehen mal. Sorry. Ich glaube, wir geben mal hier ihm ein paar Turbo-Etter. Wie komme ich da hin? Ich glaube, das haben wir. Moment mal. Da oben und dann war das ja da, ne? Ah, hier gibt es wirklich viele Kämpfe. Das muss man schon sagen. Geh einfach mal in Abwehr und hau du den weg. So. Bin am Überlegen. Müsste jetzt entschuldigen, wenn ich ein bisschen. Kann ich hier nochmal zurück? Aber bringt mir das was? Da müsste ich hoch. Wie komme ich denn da hin? Nee, Moment mal.
Moment mal, gehen wir noch mal kurz hier rein. Noch mal zurück. Da waren wir doch schon da hinten. Ich bin doch erst oben lang gerannt. Auf die Rohre rauf. Verstehe ich jetzt nicht. Aber da kam ja eindeutig noch eine Kiste. Wir gehen erstmal hier hoch. Ach scheiße, jetzt habe ich das Limit. Na, ist egal. Leicht verschwendet. Da kann ich Cloud jetzt auch Hyper übergeben. Das war jetzt total unnötig. Ja, weil ich so gewohnt bin, einfach so, machen wir so. Ich wollte erstmal hier oben gucken. So, ich habe das ja da, meine ich jetzt. Ach, wir hätten da auch noch lang rennen können. Ja, sorry Leute, aber da muss, das muss ich mir jetzt noch holen. Könnte ja sein, dass das was richtig Gutes ist. Jetzt haben wir zwar einen langen Weg zurück, aber die Kämpfe, die gehen ja relativ schnell. Seht ihr? Zack, zack. Weil kann ja nur sein, dass es da lang geht. Also anders wüsste ich jetzt nicht. Nochmal runter. Will ja hier, wenn es geht, alles mitnehmen, was ich auch bekommen kann. Ach nee, ich komme ja da gar nicht mehr zurück, weil das da abgebrochen ist, ne? Oder? Moment, ich probiere mal was. Das wäre jetzt blöd. Komme ich da eventuell noch irgendwie hin? Nee, gar nicht mehr. Na jetzt, das habe ich vergeigt. Das habe ich mächtig vergeigt. Wieso komme ich denn nicht mehr zum Anfang? Das ist ja blöd. Einmal hier und man kommt nicht mehr dahin. Das ist echt blöd. Das ärgert mich jetzt ein bisschen wieder. Aber na gut, könnt mir ja mal eine Comment schreiben, was in der Kiste war. Ich könnte mir vorstellen, bei meinem Glück war es wieder eine Waffe. Ist echt schade, dass man da nicht zurück kann. Ich könnte jetzt höchstens den Speicherpunkt nochmal neu laden. Und mir das noch mal holen. Na, der haut richtig gut rein. Der Satellitenstrahl. So, ja, wenn ich jetzt hier abspeichern würde, dann wäre natürlich vorbei. Ich würde aber gern das Item haben, weil ich überlege gerade jetzt mal vorzeitig einen Schnitt zu machen. Bei wie viel sind wir denn? Ja, knapp 20 Minuten.
Okay, dann renne ich nochmal, dann lade ich einfach nochmal neu und mache das Gebiet nochmal bis zu dieser Stelle offscreen nochmal nach und sage euch dann, was in der Kiste war. Und okay, dann sage ich an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Final Fantasy VII und es geht spannend weiter in Midgar. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch Kommentare und ein oder Likes. Ich würde mich sehr freuen darüber und sage Tschüss.